gute Kontakte in die Bundesregierung, ein mittlerweile insolventer DAX-Konzern und eine Lawine. Was Finanzlobbyisten alles für ihre Kunden in Bewegung setzen und was das mit dem ehemaligen Verteidigungsminister zu Guttenberg zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Finanzschelle. Die geht heute an Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Guttenberg, aka KT, und seine Agentur Spitzberg Partners. Dafür, dass Guttenberg seine guten Beziehungen zu Politikerinnen der Regierung so optimal eingesetzt hat. Zur Erinnerung, er war mal Verteidigungsminister und ganz weit oben in der CSU. Jetzt ist er Finanzlobbyist. Mit seinen Kontakten hat er sich und seinen Kunden, wie zum Beispiel dem Fintech Wirecard, direkten Zugang zur Bundesregierung verschafft. Traurig für KT, mit unserer Finanzstelle ist er jetzt zu der Person am Ende der Lawine geworden, von der er immer gesagt hat, dass sie niemand sein will. You really, 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 really don't want to be that guy down there. Aber jetzt nochmal really, 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 really von Anfang an. Guttenberg ist Vorsitzender und Mitgründer der Agentur Spitzberg Partners. Diese wurde gegründet als Corporate Advisory Firm. Sie beraten also Firmen. Soweit, so unproblematisch. Klingt auch noch gar nicht nach Lobbyismus. Zu den Kunden dieser Beratungsfirma gehört zum Beispiel Global Delaware. Eine Gesellschaft, die Unternehmensverbindungen für eine US-eigene Steueroase schaffen will. Dann noch ein Pariser Vermögensverwalter, eine Blockchain-Allianz und Wirecard. Hintergründe zum Wirecard-Skandal könnt ihr euch übrigens auch in unserer alten Finanzstelle angucken. Für Wirecard war Guttenberg kein Weg zu weit. Auch wenn er selbst immer wieder gesagt hat, er sei gar kein Lobbyist, sondern Berater. Auf einem internen Strategiepapier hieß seine Rolle Etablierung der erforderlichen politischen Unterstützung in Deutschland. Klingt schon ein wenig nach Lobbyismus, aber mit welcher Expertise hat er den Konzern aus Aschheim denn beraten? Wir bringen mal etwas Licht ins Dunkel. Expertise Nummer 1. Guttenberg hat really, 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 really gute Kontakte in die deutsche Politik und die Medien. Spitzberg ist in der Lage, Wirecard mit Medien, Journalisten und Meinungsführern in den Zielländern zu verbinden. Das stand in einer Broschüre, mit der Spitzberg Wirecard für sich gewinnen wollte. Und so konnte er im April 2020 auf dem Höhepunkt des Corona-Lockdowns in Europa einen Gastbeitrag in der FAZ platzieren, der seinen Kunden von Wirecard bestimmt gefallen hat. Guttenberg argumentiert für ein Verbot von Leerverkäufen für Zahlungsdienstleister und andere systemrelevante Branchen. Man soll also nicht mehr auf Kursabstürze von Unternehmen wie Wirecard spekulieren dürfen. Über Sinn und Wichtigkeit von Leerverkaufsverboten kann man zwar sicher diskutieren, aber Guttenbergs Einmischung in diese Debatte der Finanzmarktregulierung und vor allem der Zeitpunkt haben einen Beigeschmack. Wirecard ist nämlich schon seit 2019 im Visier von kritischen Journalisten und einzelne Investoren haben der Erfolgsstory nicht getraut und sich deshalb gegen fallende Kurse bei dem Unternehmen abgesichert. Guttenberg wollte also im April 2020, zwei Monate vor der Insolvenz von Wirecard, auf Teufel komm raus verhindern, dass der Ruf seiner Klienten leidet. Lustiger Zufall ist nur, ein paar Tage vor Guttenbergs flammendem Plädoyer gegen Leerverkäufe bekommt Wirecard einen Aktionsplan Leerverkäufe von einer anderen Agentur vorgeschlagen. Darin steht Gastbeitrag Guttenberg FAZ oder Die Welt. Heißt das etwa, dass er Teil einer Marketingstrategie für das Unternehmen war? Und das auch noch so kurz vor dem Auffliegen dieses doch sehr zweifelhaften Geschäftsmodells? Uiuiui. Guttenberg hatte noch ein Ass im Ärmel. Seine Kontakte zur deutschen Bundesregierung. Wirecard wollte auf den chinesischen Markt und dafür das chinesische Unternehmen Allscore Payment Services kaufen. Wen besorgt man sich da?
Genau, einen Market Entry Advisor. Also ein Berater, der helfen soll, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Was genau seine Beratungsleistung war, bleibt Gutenbergs Geheimnis. Dafür stand er tatkräftig mit Kontakten in die deutsche Politik zur Seite. Er veranlasste ein Gespräch auf höchster Ebene bei Angela Merkels China-Reise im September 2019. Die Rückmeldung von Merkels wichtigstem wirtschaftspolitischen Berater an KT: Thema ist durch die Chefin angesprochen worden. Gutenberg betont, dass er den Kontakt mit Merkel gar nicht so richtig geplant hatte. Solche Kontakte zur Bundesregierung liefen im Zweifel pro bono. Zum Freundschaftspreis, ist klar. Dafür, dass Gutenberg nur berät, hatte er allerdings ganz schön starke wirtschaftliche Eigeninteressen an dem Deal von Wirecard in China. Für das Geschäft mit AllScore soll Gutenbergs Beratungsfirma 1,5% des Gesamtvolumens bekommen. Bei einem Kaufpreis von 109 Millionen Euro macht das etwa 1,6 Millionen Euro Cash. Karl Theodor, dein Business klingt really, 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 really dirty. I am an enthusiastic investor and advisor in this world as well. But be aware of risk factors. The guys who drive you into certain investments wouldn't tell you. Wenn KT doch mal mehr auf sich selbst hören würde. Leider scheint es traurige Normalität zu sein, dass ehemalige Minister sich für solche Deals einspannen lassen und ihr Adressbuch in die höchsten Ebenen der deutschen Politik anbieten. Gutenberg ist nur ein Beispiel dafür, wie problematisch Seitenwechsel aus der Politik in die Wirtschaft wirken können. Das nennt man auch Drehtüreffekt. Umgekehrt aus der Wirtschaft in die Politik ist auch nicht besser. Das kennen wir von ihm. Das Ganze ist ein mieses Beispiel für Lobbyismus, denn viele Verbände sind wenigstens in einer offiziellen Lobbyliste des Bundestags registriert oder besitzen offiziell einen Hausausweis. Aber Beratungsfirmen wie Spitzberg Partners umgehen diese Versuche, Lobbyarbeit wenigstens etwas transparent zu gestalten. Ihnen steht ein direkter Kommunikationskanal in die Bundesregierung zur Verfügung und für den lassen Sie sich fürstlich bezahlen. Spitzberg Partners ist beim Lobbying natürlich nicht allein. Die Commerzbank und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft sind ganz vorn mit dabei, die politischen Rahmenbedingungen im Sinne der Finanzindustrie zu gestalten. Und sie haben das Cash dafür. Wir haben herausgefunden, dass allen Organisationen der Finanzlobby zusammen mindestens 200 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Zum Vergleich, die Fraktionen im Bundestag haben 120 Millionen Euro für ihre Arbeit. Das ist ein krasses Ungleichgewicht zwischen Finanzlobby und Politik, aber auch zwischen Finanzlobby und allen anderen Interessengruppen der Gesellschaft. Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger kommen dabei unter die Räder. Wir fordern deshalb, Lobbyismus in Deutschland muss endlich transparent werden. Es kann nicht sein, dass eine Schar an Verbänden, Unternehmen und Beratern wie Gutenberg die Finanzpolitik beeinflusst und wir noch nicht mal davon wissen sollen. Und was könnt ihr tun? Schaut euch unsere Recherchen zum Finanzlobbyismus in Deutschland an und schickt sie an Freundinnen und Bekannte weiter. Schließt euch uns an und bildet gemeinsam mit uns ein starkes Gegengewicht zur Finanzlobby. Sonst kommt sicher bald die nächste Lobbylawine.